Ja, App Gründerslam ist natürlich eine wichtige Institution im Rhein-Main-Gebiet, würde ich sagen. Und ich war schon einmal als Gast hier und mich hat das Event sehr beeindruckt. Und als ich dann gehört habe, hier gibt es eine Möglichkeit, sich natürlich auch zu bewerben für den Slam, war das gar kein langes Überlegen und musste ich unbedingt machen. Nee, wir haben schon, auch ich persönlich, schon öfter vor Publikum gepitcht. Das hängt mit den ganzen Investorenforen auch zusammen, zu denen wir gehen. Und natürlich auch vor auch eigenen Kunden, ja, Kliniken, Mediziner. Und das sind wir schon gewohnt. Ja. Ach, man geht dann da schon selbstbewusst dran und man weiß, was man kann. Man weiß, dass man eine super innovative Technologie hat und wirklich Differenzierungspunkte setzen kann. Und hier war es natürlich auch insbesondere wichtig, das ein bisschen unterhaltend auch darzustellen. Und ja, es freut mich, dass es geklappt hat. Und ja, ich bin also vollauf zufrieden und super glücklich, dass es so ausgegangen ist. Ja, klar. Also wir sind ja Medizinprodukt und wir sind mit unserem Online-Shop auch am Markt. Und für uns ist es ganz wichtig, dass wir einfach diese Stimme nach außen tragen können, dass es diesen Anwendungsfall gibt überhaupt. Ist ja nicht gewöhnlich, nicht? Und einfach, dass man da diese Stimme nach außen tragen kann. Und das ist ganz wichtig. Das ist der Hauptpunkt, der jetzt für uns in der Zukunft liegt und den wir bearbeiten müssen. Ja. Ja, absolut. Also man trifft andere Startups, man trifft Personen, die aus ganz anderen Bereichen kommen. Man trifft Personen aus der Politik, auch nicht ganz unbedeutende Menschen. Insofern ist es ein super interessantes Networking, was hier stattfindet. Und ich kann das nur jedem Startup empfehlen, hier auch erste Impulse zu bekommen, erste Ideen zu bekommen. Wie kann ich es tatsächlich auch umsetzen in der Praxis, nicht nur auf dem Papier. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man sich hier trifft, damit man auch für die Gründerszene in Frankfurt die Stimme nach außen trägt, wie toll der Standort Frankfurt auch in Wahrheit ist. Ja.